Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinen Jahresaufgebraucht an dekorative Kosmetik. Ich bin absoluter Wahnsinn, was da zusammengekommen ist. Ich hätte es im Leben nicht gedacht, dass Projekte was bringen. Ich rate jeden dazu, der etwas aufbrauchen möchte, einfach mit Projekten zu beginnen. Es ist der Wahnsinn, wenn man mal an eine Sache dranbleibt, was da eigentlich passieren kann. Es tut mir leid, ich bin etwas eingestaubt, bin ja auch etwas älter geworden. Wir fangen an. Ich fange an mit zwei Schwämmen, womit ich mein Make-up aufgetragen habe. Ich habe dieses Jahr zwei rausgeworfen, eigentlich auch noch einen dritten, könnte man sagen, und auch noch einen vierten. Und zwar sind die zwei von BH Cosmetics, einen lilanen und einmal den hier. Die werfe ich raus, die sind so squeegee-artig geworden. Der hier war von Real Techniques zu hart und der hier ist einfach schon Müll. Also sagen wir mal, in dem ganzen Jahr habe ich vier Schwämme aufgebraucht. Ich habe viele benutzt, aber das sind die vier, die gehen dürfen und die kommen auch direkt in den Müll. Ich bin so froh, wenn ich meinen Müll abarbeiten kann. Dann für die Augenbrauen habe ich benutzt 2, 4, 6 Augenbrauenstifte. Catrice habe ich zweimal leer gemacht. Einmal ist mir das Spoolie verloren gegangen und einmal nicht. Dann habe ich einmal Reval de Loupe und einmal Catrice ausprobiert. Wenn man von der Verpackung guckt, sind die aus demselben Werk, die Verpackungen. Farbtechnisch ist schon Unterschied. Das eine war die 03 von Reval de Loupe und von Catrice war es, glaube ich, die 02. Keine Ahnung. Was ist? Nee, auch 03. Die mochte ich eigentlich ganz gerne. Sie brauchen sich halt schnell auf. Dann habe ich von Elf eins gehabt. Der war mir ein bisschen, würde ich glaube ich nicht nachkaufen. Aber ich verlinke euch am besten die zwei Videos, die ich im halben Jahr gemacht habe. Da konnte ich besser eine Review abgeben. Heute werde ich euch einfach nur zeigen, was leer geworden ist. Es ist schwachsinnig, nochmal was darüber zu erzählen. Und einmal Long Lasting Eyebrow Definer. 6 Augenbrauenstifte. Es ist doch gut. Dann fange ich an mit der Eye Base. Da durften 3 Stück gehen und zwar zweimal meine Liebsten von Essence. Die sind komplett ratzeputze leer. Also ich kratze die immer bis zum Schluss auf. Liebe ich, werde ich nachkaufen. Werde ich auch versuchen in 2-3-facher Ausführung einfach zu kaufen und immer nur eins zu benutzen in der Zeit, weil ich sie echt gut finde. Und einmal die Eyeshadow Base von Reval de Loupe. Die war auch in Ordnung, aber ja. 3 Stück durften diesen Monat gehen. Lidschattentechnisch. Einmal habe ich aufgebraucht einen weißen, matten Ton. Und zwar, den hat, glaube ich, 2019 jeder irgendwie aufgebraucht. Oder zumindest versucht aufzubrauchen. Vanillazucker von Essence. Den habe ich echt geschafft. Boah, war ich stolz wie Harry. Und noch ein Creme-Lidschatten. Und zwar war das von Urban Decay Solstice. Der ist komplett eingetrocknet. Das hatte eine mega schöne Farbe. Ich habe ihn mir auch nachgekauft. Als Grundlage oder auch einfach als Solo-Lidschatten ist sogar besser als Grundlage, also als Solo-Lidschatten, weil es einfach nicht so krümelig wird. Dann base-technisch. Base-technisch habe ich 2 aufgebraucht und zwar komischerweise nur 2. Ah, nee, Quatsch. 3 habe ich aufgebraucht. Ich gucke mal kurz. Ja, 3 Stück. Einmal ist es von Love the Primer Serum Perfectute Beautifying and Illuminator. War ganz in Ordnung. Habe sowas ähnliches gerade in Verwendung, was auch jetzt gerade sich den Ende neigt. Also nächstes Jahr, also dieses Jahr 2020 neigt sich auch schon den Ende ein paar Sachen zu. Also mit meinen Projekten, ich kann nicht anders. Ich muss sie laufen lassen, weil ich merke einfach, dass ich auch reduziere. Also das da reduziert sich und das ist geil. Love, der hier, der neigt sich auch dem Ende. Ich versuche gerade immer so die letzten Reste noch rauszukratzen. Aber der wird dann 2020 leer gehen, weil er halt eben noch nicht leer ist. Wisst ihr, man übernimmt was vom letzten Jahr und das neigt sich dann dem Ende. So ist es halt. 3 Primer durften gehen. Dann habe ich Foundation technisch 2, 4, 6, 8, 10, 11 Foundations. 11 Foundations. Und zwar ist leer gegangen.
Einmal von Estée Lauder Double Wear, die 1C1. Also die hier, die rein theoretisch könnte man sagen. 1C1 Cool Bone, die würde ich mir auch in der Farbe auch nochmal nachkaufen. Deswegen hebe ich das Fläschchen auf. Das hier ist stellvertretend für das Fläschchen, was da halt eben leer ist. Das war viel, viel zu dunkel. 3N2 war zu dunkel. Mochte ich aber von der Deckkraft und mochte ich auch wirklich für eher so zum Ausgehen oder sowas für besondere Anlässe. Ich benutze sie gerade täglich. Die hier gemischt mit einer anderen und mit so Tropfen ist ein bisschen zu Heavy Metal. Da schmeiße ich weg. 11 Foundations, es ist ein guter, also pro Monat könnte man sagen, braucht man eine auf. Dann habe ich zweimal Fit Me, einmal in der 228, 128 ist mir leider zu dunkel, und einmal in der 104, die perfekt passt, und die 105 passen bei mir auch perfekt. Die zwei, ich liebe sie, sind Favoriten. Dann durfte einmal Perfect Match von L'Oréal gehen. Ich bin ganz zufrieden mit der. Ich habe sie auch in mehrfacher Ausführung, ist auch in Ordnung. Eine, die ich von Duft, glaube ich, überhaupt nicht mochte. Ich weiß es nicht. Ich fand es irgendwie nicht geil. Von 183 Days Baby Rose 030 fand ich gar nicht gut. Oder ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ist schon lange her. Essence Instant Perfect. Ich finde die Verpackung cool, weil man echt so wenig hat. Es sind auch 30 Milliliter und ist einfach kleiner. Ist okay. Würde ich aber nicht nachkaufen. Welche ich aber nachkaufen würde, ist die Pro Long Wear von MAC. Da hebe ich, glaube ich, auch den Pumper mal auf. Ich glaube, die mache ich sauber und hebe sie mal auf. Ja, genau. Schmier den ganzen Boden zu. Ich glaube, die verkaufen sich sonst ohne. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kann man das, glaube ich, Back to MAC. Also, falls jemand Interesse hat an diesen Back to MAC Sachen, die einfach gegen Versand oder sowas schicke ich euch die raus. Ich brauche sie nicht. Dann ist auch leer gegangen. Hier Make to Stay Make-up. 24 Stunden von Catrice. Ein ganz, ganz fürchterliches Make-up. Mochte ich gar nicht. Dann habe ich noch Fresh and Fit Awake Make-up. Fand ich richtig, richtig gut. Habe ich auch noch mal ein paar da. Und dann habe ich noch das Elf Make-up. Das hat so fürchterlich gerochen. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, der Duft und wie schön es auf der Haut aussah. Man muss abwägen, will man sich das echt antun? Ich würde es mir tatsächlich antun, würde ich keine bessere Foundation haben. Aber im. Ja, ich brauche sie nicht. Es kostet 10 Euro. Ich brauche sie nicht unbedingt in meiner Sammlung. Von daher, ja. Und dann habe ich noch Infinitiv Matte. Ah ja, genau. Das war Infinitiv Matte. War auch ein ganz fürchterliches Make-up. War ich auch ganz froh, dass es weg war. Ah, ich habe einen Primer vergessen. Und zwar der hier. Das ist von Benefit. Der Primer, der Professional, war ganz in Ordnung, müsste ich aber für den Preis nicht nachkaufen. Dann habe ich bronzertechnisch und highlightertechnisch. Ich habe ein 12. Make-up voll vergessen. Und zwar das Misha. Das fand ich auch ganz schlecht. Also es war so, so hell. Ich habe da noch L'Oréal mit zugemischt oder keine Ahnung, was sich da zugemischt hat. Ich sehe einfach keinen Sinn in diesem Make-up. Vielleicht für unterwegs, ja, dass man so guckt. Es ist relativ teuer. Guckt und macht das drauf. Meine Nase ist rot, weil ich so krank bin. Aber so richtig kam ich damit nicht klar. Ich fand es cool, dass ich ausprobieren durfte. Es ist leer und es kommt jetzt auch in Müll. Dann bronzertechnisch habe ich einmal so einen Konturstift von Essence leer gemacht. Das ist die bronzige Seite. Ja, muss ich nicht unbedingt auskratzen. So der Hit war es auch nicht. Die Highlighter-Seite habe ich drinnen gelassen, weil ich sie gar nicht gut fand. Ich fand es einfach zu glitschig. Und von Love habe ich so Drops leer gemacht. Fand ich auch okay, würde ich mir aber nicht nachkaufen, da die Pinzette kaputt ist. Ich verlinke euch, wie gesagt, die zwei Videos, wo ich das schon erzählt habe. Von NYX aus der Palette würde ich das auch nicht nachkaufen, weil ich es einfach fürchterlich fand von der Konsistenz. Es war so richtig kalkig. Dann pudern wir mal kurz unser Gesicht ab. Da habe ich 3, 4, 5, 6 Puder leer gemacht. Toll, meine Reihenfolge stimmt zwar nicht. Auch von NYX aus der Palette. Das war so ein gelbliches. War ganz in Ordnung, als ich das mit einem Schwamm aufgetragen habe. Aber wie gesagt, die Konsistenz war schon so kalkig. Hat mir gar nicht gefallen. Dann von MAC, auch wie gesagt, Back to MAC, kann ich ein paar Sachen schicken.
Also die halt, die zwei, die leer gegangen sind, falls jemand mal Interesse hat oder sowas. Oder auch was bei mir kauft, kann man das sozusagen gratis dann bekommen. Keine Ahnung. MAC fand ich auch ein ganz, ganz fürchterliches Puder. Auch NC25 war mal viel zu gelb. Ich sah ganz komisch. Also die NC, ich glaube 13 oder 15. Was war das Make-up? NC15 war gut. Für den Sommer und auch für den Winter. Also wie gesagt, würde ich mir nicht nachkaufen. Dann Mattitude von Astro fand ich richtig gut. Es war richtig schön matt, matt. Dann habe ich Love Set and Refresh. Da hat mir die Sunny ein bisschen was reingemischt. Ich muss sagen, ich fand es auch soweit okay. Es war aber kein Refreshing und ich würde es nicht nachkaufen. Nein, vor allen Dingen sind hier nur 7 Gramm drin. Das sieht so globig aus und so viel, aber in den meisten Tiegel ist halt einfach 20 Gramm drin, ne? Und da sind 7 Gramm wirklich teuer für 15 Euro. Also Preis-Leistungs-Verhältnis. Da holt man sich das vom Bäcker und hat, glaube ich, 10, ich weiß nicht, 15 Gramm gehabt. Also rein theoretisch war es derselbe Preis wie für das. Für 30 Euro, ne? Also, wie gesagt, das Coole fand ich hier, das war so ein Sieb. Aber das kommt jetzt auch in die Tonne. Genau, da war was drin und da hatte ich ja auch meine eigenen Puder mit reingemischt. Das ist auch sozusagen ein, ne? Wir können sehen, was wir leer gemacht haben. Das war ja noch nicht leer. Aber es ist 2019 noch leer gegangen. Dann Kiss Ass. Zum Beispiel war das auch da drinne in dieser Puderdose, weil es mir einfach gebrochen ist und in 1000 Teile. Aber das war auch sehr, sehr gut matt. Also in der Zeit, wo ich benutzen konnte, bevor ich es auf den Boden geworfen habe, war es auch nicht schlecht. Es war von Soap and Glory. Und wie viel Gramm waren da? 7,5. Auch relativ normal. Dann war hier 10 Gramm von Too Faced. Das habe ich ja wieder von der Sunny bekommen. Wir haben getauscht gehabt. Richtig geiles Puder. Liebe ich. Und ich bin ganz froh, dass es wieder da ist. Genau, das waren diese Puder. Dann habe ich 3 Highlighter leer gemacht. Sagen wir mal 4. Ein matten Highlighter von Benefit. Shy Beam. Sehe ich keinen Sinn drin. Ich bin keine Kardashian, die irgendwas aufhellen muss. Dann habe ich Models Co. Highlighter leer gemacht. Und zwar die rosige Seite. Das hier ist noch anwesend und das schmeiße ich weg, weil es funktioniert bei mir nicht. Aber das rosige Finish, ich habe den ganzen Sommer richtig geilen Glow gehabt auf den Wangen. Und jetzt bin ich aktuell daran, den Shy Beam, nee, den High Beam, ich glaube, das war der High Beam, der aus den, wo man aufdrehen kann, der ist auch hier gar nicht dabei, weil ich den ja noch nicht leer gemacht habe. Und ja, den aufzutragen und leer zu machen. Wie gesagt, waren gute Highlighter, der rosane und der helle. Der braune sah dreckig aus. Dann habe ich auch von Naked aus irgendeiner Douglas-Bestellung mal von 2019, 1000, weiß ich was bekommen. Urban Decay Naked Skin Highlighter Fluid war ganz in Ordnung, aber ich mag das ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich habe dann entweder so Drops, die ich mir in die Foundation mischen kann, oder ich habe mir das oftmals auf den Handrücken gegeben, ne? Und dann mit dem Schwamm eingearbeitet, weil, oder mit dem Finger eingearbeitet, besser als wenn man mit dem Applikator die Foundation noch abkratzt. Dann habe ich Catrice-Lidschatten, ein Mono-Lidschatten leer gemacht. Ich muss sagen, das war so ein, der hieß 020 Pete Pearl und hatte ein Finish wie der Becker Opal. Es waren 2 Gramm drin und das ist auch im Mini vom Bäcker drin. Ich glaube 2,3 Gramm oder sowas. Ja, dann habe ich nur, sagen wir mal, Concealer technisch 2, 4, 6, 7. 7 Concealer leer gemacht. Zweimal den Make-up Revolution Conceal and Define finde ich einfach zu dick. Finde ich einfach zu dick und gefällt mir nicht. Die Farben waren aber ganz in Ordnung. C3 und C2 war okay, war etwas aufhellend. Dann zweimal meinen liebsten Camouflage Catrice Concealer. Einmal in 010 und einmal in der 020. 020 passt ganz gut. Also es hat meinen Hautton 010 perfektioniert, so ein bisschen die Aufhellung. Absolute Liebe. Und die habe ich einfach nebenbei leer gemacht. Also ich habe mich gar nicht auf die konzentriert, sondern die habe ich immer zu besonderen Dingern getragen und habe mich eher auf die anderen konzentriert, um die mal platt zu machen. So wie den Camouflage Concealer. Ich glaube, das war die matte Formel.
Ja, ist mir zu pastös. Ich habe noch einen daheim und den ist gerade aktuell in meinen Täschchen. Dann habe ich so ein Corrector-Flu ja, Teil hier. Ist auch in Ordnung, aber muss ich nicht wieder haben. So, es geht weiter. Ich habe keine Ahnung, ob ich dann irgendwie. Dann zum Beispiel ein Concealer, der mir viel zu flüssig war und viel zu viel brennen. Ich weiß gar nicht, wie man den in die Jahresfavoriten oder überhaupt in irgendwelche Favoriten nennen kann. Der brennt mir an den Augen, der verätzt sie. Ich bin ganz froh, dass ich ihn irgendwie aufbrauchen konnte, indem ich sie an irgendeiner Stelle aufgegeben habe, der nicht an meinen Augenbereich war. Der war echt fürchterlich. Würde ich überhaupt niemandem empfehlen. Das war übrigens der Perfect Match von L'Oréal. Dann habe ich tatsächlich geschafft, einen Blush leer zu machen und an einem bin ich wieder dran, aber das ist noch weit hin. Und zwar den hier, der war von Terra Naturi mit Lavasteinpulver und das war die 04 Royal Apricot. Mochte ich wirklich gerne, hatte so ein semi-mattes Finish, also es war eher schon matt, aber hatte noch so kleine, ja, lichtreflektierende Pigmente, also sah nicht ganz so matt aus. Dann kommen wir mal nochmal. Okay, wie nennt man das? Ein Kajal. So mini, mini, mini. Das ist von Estée Lauder gewesen und war die 03 Copper. Ich kann ihn einfach nochmal anspitzen und er darf gehen. Er ist hart. Ich habe ihn überwiegend für die Lippen benutzt, weil es war einfach unmöglich. Und einen zweiten von Trended Up. Ich habe keine Ahnung, ob ich noch einen leer gemacht habe. Ich glaube nicht. Ich möchte mich nächstes Jahr, also dieses Jahr auf jeden Fall dafür auch fokussieren, viele meiner Kajal- und Lip-Liner aufzubrauchen und so Automatik-Lip-Liner, weil ich finde, die trocknen tatsächlich schneller ein und mich darauf konzentrieren, Alverde leer zu machen und von meinem Leben verbannen. Ich habe schon fast nichts mehr von Alverde, aber trotzdem. Ihr wisst, wie es ist, ne? Das war übrigens die Farbe 050 war wunderschönes Lila. Ich liebe Lila, Blau. Ich liebe jede Farbe an den, also besonders Lila bei grünen Augen oder Braun mit grünem Stich. Ich gucke gerade mal, wie ich aussehe überhaupt. Was soll ich euch sagen? Es ist. Jetzt sabbel ich so lange und habe so einen hässlichen, ekligen Rand auf den Lippen. Naja. War ein toller Kajalstift, musste aber jetzt gehen und war auch nichts Langanhaltendes. Dann habe ich zweimal Wimpernkleber aufgebraucht. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Die sind immer so halbwegs aufgebraucht. Ich benutze ja, ich muss ehrlich sagen, ich benutze einen, ich weiß nicht wie oft. Man kann einfach damit nichts kleben. Es kommt nichts raus, auch wenn ich es hinstelle. Es läuft nicht runter und es läuft nicht hoch. Und genauso bei dem anderen. Ich habe noch ein paar Backups von denen und ich bin auch ganz zufrieden mit den Essence-Klebern. Dumm, dass sie ihn rausgenommen haben. Wirklich, es war einer der günstigeren ja, Kleber. Und ja, so im halben Jahr brauche ich einen auf und dann klebt er auch nicht mehr. Also er klebt dann tatsächlich nicht mehr. Da braucht man nicht mehr warten, sondern man muss direkt drauf. Das ist echt stressig. So, Liquid Liner. Habe ich zwei, fünf Stück, fünf, also fünf Lidstrichzieher. Wie nennt man das? Eyeliner. Ich habe zwei mit Spitze, einmal Glam and Doll Super Black Liner. Der war aus dem neuen oder. Was ist da denn passiert? Oh. Ja, ganz tolles Teil hier. Ich meine, gut, es war, glaube ich, nicht mal von diesen. War ganz in Ordnung, würde ich aber. Der war gut, glaube ich, um so Stempel hinzumachen, um dann den Wink zu ziehen, weil er so eine komische Form hatte. Jetzt hat er noch eine kummerische. War auf jeden Fall super Black 010. Der Tattoo Signatur bei Superliner von L'Oréal war richtig, richtig gut. Ja, nimmer. Er war mal gut und er hat mir echt gut gefallen. Und es wäre auch ein Nachkaufkandidat. Würde ich bei Essence oder Catrice oder bei Revival de Loop jetzt nichts anderes finden. Ja, genau. Ich würde immer erst in der günstigeren Kategorie, eine auch zum Beispiel bei Tierversuchsfreien. Nicht, dass ich mich unbedingt darauf spezialisiere, das nicht. Aber man kann ja erstmal dort gucken und wenn dann nichts da ist, dann kann man immer noch auf die anderen Marken zurückgreifen. Zum Beispiel L'Oréal fasziniert mich eigentlich nicht. Maybelline zum Beispiel fasziniert mich vielleicht nur bei den Foundation und ansonsten bei den
Tattoo-Linern. Also bei bestimmten Marken muss ich nichts speziell darauf haben. Essence, das war auch einer meiner Liebsten, bis ich den hier für mich entdeckt habe. Der malt halt einfach ein bisschen dicker. Den habe ich zweimal aufgebraucht und dann habe ich noch den Superlast und die haben auch so ein ganz dünnes Pinselchen und das ist so eine Gummibürste. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Die war schon etwas dicker und ich habe dann auch, das werdet ihr anhand der Mascaras sehen. Ich werde sie jetzt nicht alle aufmachen. Die habe ich nämlich alle aufgemacht, wo ich sie aussortiert habe, weil sie einfach nicht mehr funktioniert haben. Auch wenn da noch was drin war, wenn sobald für mich eine Mascara nicht funktioniert, so. Zum Beispiel wie die mit der LR, da ist zwar noch was drin, ja, ich könnte mich auch noch fünfmal damit quälen. Ich probiere jetzt sie noch in heißes Wasser zu stellen, was dann nicht funktioniert, dann lasse ich das. Und das ist ein Teil, das würde ich nicht nachkaufen, weil das war immer so 50-50, schaffe ich einen dünnen Lidstrich oder nicht. Dann kommen wir jetzt tatsächlich mal zu dieser Mascara-Exkursion. Ich habe 2, 4, 6, 8, 10. 12. Oh, ich habe noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 Mascaras in 2019 aussortiert und benutzt. Zum Beispiel habe ich die Mary Kay Last Love Mascara Wimperntusche. War die in grün oder nicht? Ja, die habe ich aussortiert, weil sie einfach keine Farbe abgegeben hat. Auch das Finish der Wimpern, das hat einfach nicht viel gemacht. Ja, ist gegangen. Ich habe aber noch nachzutragen, dass ich zwei Eyeliner aussortiert habe. Zum Beispiel den Super Last. Ich liebe den. Das ist dieses Super Precise Eyeliner. Den würde ich immer wieder nachkaufen, weil der wirklich präzise und sehr dünne Lidstriche zieht. Und von Love, der Pizzaschneider. Ich habe keine Ahnung, wie jemand damit klarkommt. Den hier, nein. Ich habe ihn überwiegend benutzt, ja, aber immer nur so fehlenweise. Und dann habe ich entschieden, der kommt weg. Genau, Mascara. Ich gucke jetzt mal. I Love Extreme, I Love Extreme. Vielleicht gehen wir noch Marken. Zweimal aufgebraucht habe ich von Essence. Und zwar diese hier. Ich fand sie auch gut und sie ist immer nur am Anfang gut. Und dann fängt sie an, so komisch bröckelig zu werden. Gefällt mir gar nicht. Deswegen werde ich sie auch nicht nachkaufen, aber sie hält den Schwung, weil da Wachs drin ist. Richtig geil irgendwie. Dann von Essence habe ich diese Isle of Extreme, einmal Wool and Curl. Und die hatte schon ein gigantisches Bürstchen. Aber die Türkise hat einen echt überrascht. Wie gigantisch, wofür? Wofür? Ich habe keine Ahnung. Naja, das sind nicht so. Die würde ich nochmal nachkaufen und die Türkise würde ich eher vorbeigehen, wobei es. Ein schönes Finish hat sie hinterlassen, aber das Bürstchen ist einfach zu groß. Gefällt mir nicht so. Dann habe ich noch von Essence. Von Essence habe ich noch das hier. Instant Volume hat für mich überhaupt nichts gemacht. Nichts. Also das Bürstchen ist auch total nichtssagend. Also das kann überhaupt nichts. Das war wie die allererste Mascara, glaube ich, vor 100 Jahren. So eine ähnliche, die hat immer die Melflori immer angepriesen. Die fand ich auch nicht schlecht, aber es ist jetzt nichts, kein, ja, es, nein, nein, nein. Die hat auch nichts wirklich für mich gemacht und ja, muss nicht unbedingt sein. Dann zwei, also die sind aus einer Reihe hier. Das sind dieselben, glaube ich sogar. Volumen und Curl, nee. Sind zwei verschiedene, aber auch aus derselben Reihe. Das eine war nur eine LE, die unverpackt war, und das andere war halt im Standardsortiment. Würde ich mir auch beide nicht nachkaufen. Ich finde, die produzieren mega Schmiere. Das verklebt hier alles und nein. Ich habe auch viel zu viel Mascara an meinem Auge und das sieht einfach nach nichts aus. Das ist eine, die würde ich tatsächlich nicht nachkaufen. Ist eine wasserfeste Version und mochte ich wirklich, wirklich gerne für den Sommer dann. Also wenn ich mir eine aussuche, dann nur eine. Hier ist zum Beispiel auch noch eine wasserfeste Variante, die würde ich mir nicht nachkaufen. Sie macht einfach gar nichts mit meinen Wimpern. Noch eine wasserfeste Version, die ich mir nachkaufen würde, ist die von Catrice. Die Little Black One Mascara, die finde ich gut, weil sie auch nicht zu wenig mit meinen Wimpern macht. Und noch eine wasserfeste Version würde ich auch nicht nachkaufen. Und die war von Love.
Ja, wie viel Platz eigentlich es alles eingenommen hat. Dann, was würde ich nachkaufen und was würde ich lassen? Das da, ich habe wirklich sehr, sehr viel Hoffnung da reingelegt. In diese Mascara, die habe ich damals. Die hat einfach gar nichts. Früher war das meine absolute Go. 2008 habe ich sie in zehnfache Ausführung bei eBay damals gekauft. Die war so gut. Die war so, so gut. Das war die Kolossal Volumen Express 100% Black. Das war mein Ding. Aber sie macht nichts mehr. Sie macht genauso viel wie eine wasserfeste Defini Also ich brauche keine Defini Also ich brauche nicht, was meine Wimpern zu sehr trennt. Nein. Also ich war richtig, richtig enttäuscht, muss ich sagen, von der gelben. Die hier von Essence war in Ordnung, aber eigentlich auch nur zum Trennen und ich brauche keine Wimperntusche zum Trennen. Eine, die ich liebe, die ist von Lacombe. Lacombe was? Hypnose. Hypnose Lacombe, ich liebe die Mascara. Die habe ich damals auch gehabt und auch eine von Estée Lauder, die sah so ähnlich aus. Die habe ich so 2008 benutzt. Da habe ich mich so angefangen, wirklich mit Schminke zu befassen, um ehrlich zu sein. Ich habe mich schon immer geschminkt, auch als Teenager, aber immer sehr, sehr speziell mit hellblauen Lidschatten und ein bisschen Mascara. Ja, das war wirklich ein Schatz 2008, als meine Tochter auf die Welt kam. Dann eine, die ich am Anfang richtig, richtig gut fand, das war die hier von Sculpt und Volumen von Catrice. Sie ist auch immer noch gut, aber ich würde mir lieber diese graue Variante kaufen. Ja. Ich würde mir die graue Variante kaufen, da wäre ich viel, viel glücklicher mit. Und aber im Moment kaufe ich mir gar keine Mascara, versuche meine leer zu machen. Wie gesagt, ich gucke mal, was im neuen Sortiment ist, ob da was dabei ist. Ansonsten würde ich immer zu meinem heiligen Gral greifen und das ist mein heiliger Gral. Ich hoffe nicht, dass sie ihn aussortieren werden. Und ich habe hier noch drei, also zwei Full-Size-Backups und eine Mini-Version von Love. Mal gucken, ob ich die Love überhaupt benutze oder nicht. Das sind etwas, ja. Es gibt immer was Besseres irgendwie auf dem Markt. Ich brauche nicht immer zu den alten Kamelen greifen oder, ja. Der Real Mascara war ich auch kein Fan von. Ich finde, es piekt, es tut weh und, oh nee. Dann Mega Volumen. Miss Manga Mascara, die hat sehr verklebt. Also ihr seht, da ist wirklich nicht viel Borste dran und deswegen war sie echt, wenn man sie ins Auge gekriegt hat, hat man sie auch gespürt. Trotzdem hat sie was gemacht mit den Wimpern, was andere nicht gemacht haben. Also manche haben einfach gar nichts gemacht. Zum Beispiel die hier, die Mascara, die hat jetzt einen anderen Aufsatz, die hat gar nichts gemacht. Also wenn man so gar nichts haben wollte, hätte man die auch nicht kaufen müssen. Dann hätte man genauso wenig gehabt. Da habe ich einfach ein anderes Bürstchen, um versucht, Produkt zu entfernen. Genauso wie ich dieses Bürstchen total absurd fand. Also vielleicht versteht ihr mich, warum ich es aussortiert habe. Verklebt des Todes und das hatte ich auch dann überall. Kein Nachkaufkandidat würde ich nicht nachkaufen. Und ich finde auch, dass nur die grüne Variante von diesen Lash Princess Mascara richtig schwarz ist. Die grüne ist meine absolute Liebe. Absolute Liebe. Die lilane kann ich mir auch noch vorstellen, nachzukaufen. Ich müsste mal probieren, diese rosane noch davon Lash Princess nachzukaufen, um sie nochmal auszutesten. Weil ich fand sie eigentlich nicht schwarz genug. Aber vielleicht kann ich die Bürsten tauschen, dann ist schwarz. So. Dann habe ich von Arne Jahrke Mascara Volume, die fand ich auch richtig, richtig gut. Das Bürstchen, ich bin einfach ein Fan davon, stinknormales 0815 Bürstchen zu haben und ich bin der glücklichste Mensch ever. Wie viel kann man eigentlich über Müll reden? Ich bin voll überfordert mit mir selber. Dann kommen wir mal kurz zum Fixierspray. Da sind es 5 Stück geworden. Einmal Balea Tint Perfection. Fand ich grausam, war viel zu viel Glycerin drinne. Einen super schönen Nebel hatte das Glam Glow. Für den Sommer war es echt zu viel. Man musste darauf gucken, dass man nur die Seiten zum Beispiel macht, da wo man halt nicht so schnell schwitzt. Das heißt, die Stirn, also die T-Zone musste man komplett auslassen. Dann war das ein ganz tolles Teil. Und das hebe ich mir auch auf zum Sprühen. Da werde ich mir Fixierzeug zum Mitnehmen reinmachen.
Dann auch ein ganz, ganz fürchterliches Spray war hier Discatrice. Das hier, die Verpackung wunderschön mit diesen Wassertropfen. Wirklich tolle LE. Der Duft war ganz seltsam. Ganz seltsam und ich weiß nicht, was es bewirken sollte. Würde ich auch, wenn es im Standardsortiment ist, nicht nachkaufen. Dann etwas, was ich eben umgefüllt hatte, hier rein, damit es einfach schöner sprüht. Davon habe ich noch ein Backup, das wird jetzt demnächst auch in das Fläschchen kommen. Und gut ist, ich habe das mit einer Zange aufgemacht. Ich habe erst gedacht, wie praktisch ist das denn? 8 Euro eigentlich für die Tonne. Da sind 50 Milliliter drin für 8 Euro. Ich weiß nicht, 100 Milliliter kriegt man von MAC für 21, 23 Euro. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, also Preis-Leistung ist wieder null. Profix fand ich gut. Aber es war echt Oil Control und davon habe ich, glaube ich, auch noch eins. Ich mag das gerne. So, die letzten zwei Kategorien. Einmal Lippen. Dann habe ich bei den Lippen 2, 4, 6, 8, 10, 11 Produkte aufgebraucht. Ich werde jetzt mal Lippenstifte und Lipgloss einzeln und Lipliner machen. Ich habe zwei Lipglosse in Mini-Version aufgebraucht. Einmal von Bobbi Brown Nude. War echt süß, war ein toller, also nicht unbedingt der Ton für mich, aber mit einem dunklen Lipliner, so à la Loredana, ne, mit den Lippen, dass man dunkler umrandet und innen drin heller wird, fand ich das toll. Und einen tollen Lipgloss, der wirklich einen geilen Applikator hat, war das Chanel. Also für so eine kleine Mini-Version. Ich habe den Stopper rausgemacht und dann ist mir das abgebrochen und es war echt ziffig. Stopper rausmachen bei Lipgloss, lasst den Scheiß. Wenn ihr da nichts mehr rauskriegt, ja, dann ist da gut. Dann ist gut. Lasst das. Das ist ekelhaft. Da klebt der ganze Hütte zu. Toller Lipgloss war die Farbe Gloss 752. Rouge Coco. Toll. Brauche ich aber nimmer. Dann habe ich drei Lipliner leer gemacht. Einmal war es von Manhattan. 59G war eben so ein dunkles Braun. Grau, das da. Dann habe ich ein Sheer Shade Lipstick. Eigentlich ist das ein Lipliner von der Größe her. Und es war wirklich, ich habe keinen Sinn davon gesehen. Wozu braucht man so einen dünnen, der auch ständig abbricht? Also es war ganz, ganz fürchterliches Produkt. Es war auch noch Sheer. Wozu? Nein. Und von P2, das war ein ganz, ganz toller. Das war die 036 Scheige. Wie hieß denn der? 36 war irgendwas mit Girl. Ganz, ganz toller, natürlicher Ton. Alltagstauglich. Ich mochte den wirklich gerne. Und dann habe ich eben, wie gesagt, 5 Lippenstifte aufgebraucht. 2 waren von Essence. Das waren so eine Lip 2-in-1 Geschichten. Die gibt es auch nicht mehr im Sortiment. Einmal war es die Farbe 01 und einmal war es die Farbe 02. Waren wirklich tolle Farben. Konnte man wirklich gut auftragen, schnell auftragen. Der Duft war echt ekelhaft. Der Duft war irgendwie so wie die Foundation von Elf. Gar nicht so meins. Also deswegen war ich ganz froh, dass ich mich so langsam davon verabschieden konnte. Ein ganz, ganz toller Lippenstift, der aber auch sehr, sehr schmiert, ist der von Catrice. Ich habe ihn auch so sehr mitgewaschen bei dem letzten Applikation. Ich wollte noch einmal meine Lippen applizieren nach dem Arbeiten. Also nach dem Arbeitstag habe ich meine Hose einfach in die Waschmaschine geworfen, habe sie angestellt und gar nicht mehr dran gedacht. Das war aus der Reihe Power Plump Stick, das war ein ganz, ganz tolles 040. Ich habe den Lippenstift geliebt. Ich fand auch wirklich, der hat so eine gelige Konsistenz und ganz angenehme Formulierung gehabt. Aber der ist so hin und her gewatschelt in der Verpackung. Was das angeht, ich find's echt eklig, wenn dann alles voll geschmiert ist mit diesem Lippenstift und die Verpackung, deine Hände und alles. Dann ein ganz, ganz furchtbarer Lippenstift war der Real Double the Lip. Es war dieses, das ist so 2-in-1, Lusty Rose. An sich eine coole Idee, dass man so zwei Farben hat und damit so die Lippen macht. Aber um ehrlich zu sein, ich gebe jetzt wieder eine Review, gell? Hat er meine Lippen ausgetrocknet, den würde ich never ever kaufen. Und 2 von Essence noch. Also ihr seht, doch einiges leer geworden. Ich dachte, ich hätte gar keine Lippenprodukte leer gemacht. Doch, doch. Leer gemacht habe ich von Essence, man sieht nichts mehr,
Ja, gar nichts mehr. Ein Lippenstift. Das war eher so Color and Care, sowas. Also hat die Lippen gepflegt und auch ein bisschen Farbe gegeben. Das war ein wirklich schöner Alltagston. Und einmal kann ich euch nicht zeigen, da hängt zu viel Scheißdreck dran. Essence Happy Holidays Lip Tint war so ein Rot. Fand ich auch gut. So eine leichte rote Lippe gefällt mir eigentlich ganz gut, auch für den Alltag. Päuschen. So, meine Lieben, jetzt kommen wir zum Nagellack. Ich zähle jetzt insgesamt die Nagellackfläschchen und dann gucke ich, was Topcoat und Basecoat wollen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 Nagellackfläschchen happy. Das war Auf wirklich jeden Fall gigantisch und schaffen. das möchte ich Und nicht zwar habe missen. ich 2, 4, 6, 8, 10. 10 Farbplacke aufgebraucht, ja. Und 10 Base- und Topcoats und ein Nagelöl sehe ich gerade. Habe ich auch mit reingezählt, weil ich echt selten benutze sowas. Wir fangen an mit den Rottönen. Einmal von OPI ein. Einmal von Essie Tutu Hot. Fand ich wirklich eine tolle Sommerfarbe. Mich hat es nur genervt. Bei zwei Schichten hat man ab und zu noch den Nagelrand gesehen. Was für mich einfach ekelhaft ist. Ich hasse es, dass es durchscheint. Das finde ich unschön. Ich hasse es, ja, würde ich mir nicht nachkaufen, aber die Farbe war richtig gigantisch schön. Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss eh gleich den Müll sortieren. Dann sommerfarbentechnisch waren, ja, die hier. Dann einmal einer meiner Liebsten 2019, wirklich. Der hätte eigentlich in die Jahresfavoriten müssen. Der hat mir unheimlich gut gefallen. Ich wurde so oft darauf angesprochen. Den gibt es auch noch bei Kleiderkreisel, habe ich gesehen. Das ist die 114 The Sky to Fly. Ich hatte mir echt überlegt, ob ich mir den zulegen soll. Aber dann habe ich mein Regal angeguckt und gedacht, ja, Fräulein, du hast noch so viele tolle. Brauch doch noch mehr auf und dann kannst du ihn dir zulegen. Wirklich ganz, ganz toller Lack. Hat auch wirklich Catrice und Essence sind wirklich tolle Lacke. Da kann Essie eigentlich einpacken mit 8 Euro, ne? Oder 7 Euro. Ne, ich glaube 8 Euro. 7,95 Euro, oder? Und auch eine ganz, ganz tolle Sommerfarbe war auch dieser hier. Der war von Trended Up, die 210. Und ich muss sagen, diese kleinen Scheißhäkchen sind gar nicht ohne. Also die halten wirklich ein paar Nagelgänge durch und das ist in Ordnung. Und dann habe ich noch einen meiner ältesten, meinen ersten Neonlack, sage ich mal. Der hat auch noch, ihr seht, wie alt er ist, der hat noch 12,95 € gekostet für Essie. Den gab es nur bei Douglas. Ich weiß gar nicht. Da ist genauso viel drinne, 15 Milliliter wie jetzt. Ich glaube 14, noch was. Ist jetzt bei 13,5. Schweinerei, oder? Deswegen sind sie auch so günstig geworden. Richtig geiler Ton. Hat mir wirklich gut gefallen. Hat mir jahrelang gehoben. Und dann musste ich ihn einfach 2019 aufbrauchen, weil er einfach schon sticky war. Er war schon so klebrig. Er hat sich nicht trocknen lassen. Er schob sich schon hin und her. Und dann musste er einfach gehen. Und es hat noch geklappt für ein paar Mal applikazieren. Aber dann ging das. Das ist für mich kein Neon. Das ist eher was Pastelliges. Schon in Neon-Richtung, aber eher doch Pastell. Das von Flomar. Gar kein gute Pinsel. Applikation, der hat so einen dünnen Scheißpinsel. Also ich komme mit denen nicht klar und mag ich auch gar nicht. Dann Nude-Töne habe ich. Von Revival de Loop aus der Mattreihe, die 02, fand ich richtig schön. Dann von Miss Lynn habe ich einen zusammengemischt mit verschiedenen Rottönen. Pastell, der war ein bisschen beige, also eher in die hautfarbene Richtung. Der sah fast aus wie meine Haut. Ich sah einfach tot aus mit den Nagellack, deswegen habe ich da was reingemischt. Und es hat ganz gut funktioniert. Und noch ein New Tone, Color and Care. Das war auch eine ganz, ganz tolle Reihe. 02 I Care for You. Das ist auch einer meiner liebsten Lacke. Ich bin ganz froh, dass ich noch ihn einmal auf jeden Fall da habe. Und ich weiß nicht, ob er noch einmal in meinen. Nee, ich glaube, ich habe ihn nur noch einmal. Dann ist das schon das zweite Fläschchen, was ich leer gemacht habe. Ich hatte drei Backups davon. Und ein Rotton von P2. Grape Wine 070, ganz, ganz toller Rotton. Richtig herbstig, richtig winterlich. So ein lila, ja, ein gereifeter Wein. So, dann kommen wir mal zu den Basecoats. Base, Base, Base. Base. Ein Serum habe ich auch noch aufgebraucht. Topcoats.
sind es gar nicht so viele. Ich weiß gar nicht, ob man nicht so viele braucht. Ich habe leer gemacht letztes Jahr, also da ist noch was drin, aber das lässt sich nicht ab. Also es lässt sich nicht mehr benutzen, sagen wir mal. Es ist sehr, sehr spärlich. Und das, was drin ist, eigentlich war das noch milchiger. Ich habe aber noch was dazu gemischt und habe dann einen Nagellack noch leer machen können. Und genau, das ist jetzt ein Base Coat, der war von Yves Rocher, war in Ordnung, aber es ist jetzt nicht etwas, was mich umgehauen hat. Dann, was mich aber doch immer wieder umhaut, es ist der hier, das ist von Trended Up, der Bult Up. Den habe ich auch letztes Jahr aufgebraucht, ich würde den auch nachkaufen. Ich finde, Trended Up macht ganz, ganz tolle Nagelpflege, genauso wie P2. Also als hätte Trended Up P2, also wieder, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ersetzt und gut ist. Bare Base and Care Top Coat war in Ordnung, kann ich ja eh nicht nachkaufen, also von daher. Dieses Scheißerchen mit 17 Milliliter hat mir 1,5 Jahre mindestens gereicht. Ihr seht, da ist noch was drin, aber ich komm da nicht dran. Und es rostet schon das Pinselchen. So lange war das in der... Und ich habe das täglich, also ich habe das immer benutzt. 1,5 Jahre lang. 1,5 Jahre. Ich bin ausgerastet. Ich dachte, das Ding wird nie fertig. Deswegen ist auch gar nicht so viel zusammengekommen. So, Basic Eimer Nagelöl von Reval de Loup. Nee, Reval de Loup, mir gefällt die Applikation nicht. Man kommt irgendwann mal nur noch an die Hälfte des Produktes ran. Ich weiß es nicht. Ich versuche immer da noch schon den Pinsel fast kaputt zu machen. Nee, würde ich mir nicht nachkaufen, alleine anhand der Flasche. Ich würde von Sally Hansen, habe ich ja eh noch ein Öl und da noch was. Also brauche ich eh erstmal nicht nachkaufen. Und ein Nagelserum habe ich jetzt mit reingenommen, weil sowas geht bei mir auch mega langsam leer. Ich weiß nicht, wofür das gut sein sollte. Ich habe darin gar keinen Sinn gesehen. Ich bin nur noch mit einem Ohrenstäbchen rein, weil der Schwamm, also dieser Applikator, der dabei war, ist gar nicht mehr reingekommen ins Fläschchen. Es ging nur noch bis dahin und es war irgendein Aufbrauchding bei mir drinne und gut ist. Dann Topcoats, von denen ich begeistert bin, sind diese zwei. Ich liebe sie. Das ist einmal Insta Dry Top Coat von Sally Hansen. Der ist komplett leer. Den hatte ich damals mal hier umgefüllt. Dahin und dahin. Also ihr merkt, es wird immer ein bisschen rot. Quick Drying Top Coat habe ich gar keinen Sinn drin gesehen. Ich fand das echt ätzend. Also ihr seht, es geht nicht mal bis runter. Auch wenn man es zuschraubt, oder? Seht ihr das? Ich weiß es nicht. Ich muss gleich auf jeden Fall meinen Sohn abholen. Es geht gar nicht. Also es ist ganz schwierig. Topcoat von Essence, Großliebe. Ich hoffe, es gibt es noch im Sortiment. Ich liebe ihn. Er trocknet super schnell. Ich habe mir jetzt auf Empfehlung von Frühlingsrolina einen Topcoat oder einen Basecoat gekauft. Topcoat technisch habe ich zum Beispiel noch einen von Essie. Die werde ich jetzt erstmal leer machen, bevor ich jetzt großartig was nachkaufe. Manhattan wollte ich mal ausprobieren, werde ich jetzt auch machen. Aber ich würde immer wieder zu Trended Up greifen. Trended Up ist eine ganz, ganz tolle Marke. Sally Hans, ich bin ganz, ganz froh, dass ich es komplett aufbrauchen konnte. Also komplett, da ist null drin. Null. Man kann von Grund auf gucken. Und ich fand es richtig gut am Anfang. So bei hier war das schon ganz elendig. Dann habe ich auch aufgebraucht UV Trended Up Power Gel Top Coat. Ja, ganz in Ordnung. Wie gesagt, ich mag die durchsichtigen Flaschen lieber. Da sehe ich wenigstens. Aber ihr seht, mit sowas kann man sich nicht mehr die Nägel lackieren. Ja, das geht nicht mehr. Das zieht schon richtig. Kennt ihr Zuckerwatte? So fühlt sich das dann an. Und das sieht man auch auf jeden Fall. Genau, das waren die Sachen. Oh mein Gott, war das viel. Ich habe keine Ahnung, was es insgesamt ist. Habe ich jetzt auch gar nicht nachgezählt. Mensch. Muss ich mal im Video danach gucken, wie viel es ist und auch preisig. Wenn jemand ja Bock hat, kann er mir mal, kann er das da sich ausrechnen und mir unten in die Kommentare schreiben, wäre ich echt dankbar. Da brauche ich es nicht machen. Aber ich glaube, da ist einiges an Geld zusammengekommen. Vor allen Dingen bei den Mascara. Was ich gelernt habe aus den ganzen Sachen, ja, ich kaufe viel, aber ich brauche auch verdammt viel auf. Wenn ich dranbleibe, wirklich brauche ich auch viel auf. Ich habe wieder wasserfeste Mascaras, die ich seltenst benutze. Eigentlich reicht mir auch eine. Ich wollte aber unbedingt die wasserfeste Vision von Essence ausprobieren hier. Und die Catrice habe ich in so einem Paket gekauft.
Die werde ich jetzt nächsten Sommer wieder aufbrauchen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann ist gut. Dann brauche ich sie bis zum Sommer schon nicht mehr. Also ich weiß ganz genau, ich brauche keine wasserfeste Mascara mehr kaufen. Ich habe 2 Stück und die bleiben auch. Wir werden auch detailliert meine Schminksammlung mit Swatches durchgehen, was nicht mehr ganz so viel ist. Das konnte ich früher nicht machen. Die Videos wären unheimlich lang geworden. Ich habe super viel aussortiert. Ich würde euch das gerne im Einzelnen zeigen, ne? Einfach die Swatches vielleicht auch nur auf den Tisch filmen, damit ihr mich gar nicht seht, weil ich bin ja gar nicht Fokus. Ich möchte mit euch nochmal deklattern. Nochmal gucken, was mag ich, was kann gehen. Ja, bei Nagellack dürfen auf jeden Fall 20, ich würde sagen 20 Farblacke gehen. Ich denke nicht, dass es realistisch ist. 10 Farblacke sind realistisch. 10 Farblacke sind realistisch, ja. Vielleicht auch 12. Für jeden Monat einen. Würde mich erfreuen, wenn ich immer mehr schaffe, als ich letztes Jahr geschafft habe, einfach aufzubrauchen, einfach an den Sachen dran zu bleiben. Ihr seht, ich habe immer noch genug, aber ich habe auch viel aussortiert. Ich habe, glaube ich, doppelt so viel aussortiert. Ja. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal im XXL 2020 aufgebraucht an dekorative Kosmetik. Ich habe keine Ahnung, wie viele Einzelteile. Auf jeden Fall genügend. Genügend. Ich bin ganz zufrieden. Hätte mehr werden können, hätte immer mehr werden können, aber ich bin mit dem Fortschritt zufrieden. Guck mal, wie viel unten drunter ist noch Papier, sorry, aber wie viel Müll aus meinen Schränken gekommen ist. Tschüss, schönen Tag euch.